Hallo zusammen, ich bin Laura und ich werde euch heute zeigen, wie der Spätzli-Blitz Maxi funktioniert und auf was ihr dabei achten müsst. Das Praktische ist am Spätzli-Blitz Maxi, dass man nicht zusätzlich irgendein Gefäß braucht oder eine Waage, da das Grundrezept bereits auf dem Becher aufgedruckt ist. Man hat ein Rezept mit 300 Gramm Mehl oder ein Rezept mit 500 Gramm Mehl. Wir machen heute das Rezept mit 500 Gramm Mehl. Als erstes setzen wir die Silikonkappen aufsetzen, damit sie wirklich dicht ist mit dem Becher, dass schlussendlich keine Masse auslaufen kann. So. Dann fangen wir an mit den Eiern. Ich tue 5 Eier jetzt rein, da ich das Rezept mit 500 Gramm Mehl mache. Man sieht, dass hier unten ist es beschrieben, wie viele Eier man rein tun muss. Jetzt kommt das Milchwasser rein. Das ist einfach Hälfte Milch und Hälfte Wasser. Je nachdem, wie gross die Eier waren, kommt ein bisschen mehr oder eben ein bisschen weniger rein. Wichtig ist einfach, dass man bis zur Linie füllt. Und es ist so ca. 2,5 Deziliter. So. Nach dem Milchwasser kommt noch bis zur Linie, wo das Mehl steht, Mehl rein. Am besten kommen die Spätzli, wenn man Weissmehl und Knöpfli-Mehl mischen. So. Jetzt tue ich es noch schnell gerade, dass es wirklich genau ist. So, genau. So. Perfekt. Jetzt kommt noch Salz dazu. So, jetzt setzen wir den Mischer auf. Da tue ich im Uhrzeigersinn den schön festdrehen. Dann wir den Mischisatz ca. 1 Minute lang in grossen, schwungvollen Bewegungen auf- und abbewegen, bis ein schöner, glatter Teig entsteht. Falls es etwas ermüdend sein könnte, kann man einfach auf eine niedrigere Arbeitsfläche gehen oder zum Beispiel im Spülbecken weiter mischen. Das mache ich jetzt gerade mal. Wenn man sich nicht sicher ist, ob die Teigkonsistenz korrekt ist, kann man einfach den Griff ganz nach oben ziehen, Deckel öffnen und schnell reingüchseln. Jetzt kann man einfach noch etwas Milchwasser rein tun oder noch etwas Mehl. Aber der sieht jetzt perfekt aus und den lasse ich so und tue den Deckel wieder zu. Und das Tolle daran ist jetzt, dass der Teig nicht quellen muss, sondern dass man direkt ins Spätzle übergehen kann. Zum Spätzli-Blitz Maxi gibt es noch die Brücke dazu. Das vereinfacht uns dann das Ausbringen von der Spätzli. Dabei schaue ich, dass es schön auf dem Pfannenrand die Einkerbung Platz findet. Jetzt nehme ich die Silikonkappen ab und setze den Spätzli-Blitz auf die Öffnung auf. Ich schaue, dass der Mischisatz nicht oben ist, sondern unten. Ich klappe den Griff auf und drülle im Uhrzeigersinn den ganzen Mischisatz am Griff. Wichtig ist jetzt, dass wir hier oben heben, weil hier unten hat man nicht so viel Stabilität wie hier oben. Es geht viel ringer, wenn wir es hier heben. Dank dem integrierten Ausbringer bleibt keine Teigreste drin kleben, da er schön alles nach unten drückt. Je nach Topfgröße empfiehlt sich der Teig in 2 Etappen auszubringen, dass sich auch der Teig, also die Spätzle schlussendlich nicht verklumpen. Ich habe jetzt aber einen genug grossen Topf gewählt und deswegen mache ich gerade alles in einmal durch. So, wenn die Spätzli oben schwimmen, sind sie fertig und bereit zum Abschöpfen. Das mache ich mit einer Schaumkelle. Die sehen super aus. So schnell und einfach sind die hausgemachten Spätzli zubereitet. Und dabei brauche ich nur ein einziges Gefäß und es ist nicht dreckig geworden. Für die Reinigung des Spätzli-Blitz Maxi bauen wir ihn jetzt auseinander. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Wir klappen den Griff einfach wieder rein, ziehen den ganzen Mischisatz auf. Es hat jetzt so ein bisschen geschreddert getönt. Das ist aber ganz normal. Also ihr habt keine Angst, dass ihr irgendetwas kaputt gemacht habt. Jetzt drehe ich den Deckel mit einer Drehbewegung auf. Und nehme den ganzen Mischisatz raus. Also ihr seht, es hat mega wenig Teigreste drin.
Den ganzen Mischeinsatz kann ich jetzt auseinanderbauen. Dazu nehme ich gerne noch einen feuchten Lumpen, weil somit kann ich so etwas Widerstand geben. Jetzt schraube ich den Henkel ab, den Deckel entfernen und die Silikonkappen. Den braunen Ausbringer und Silikonkappen kann man ganz einfach voneinander lösen. Alle Teile sind Spülmaschinen geeignet. Bevor man sie aber rein tut, sollte man sie gut mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel vorwaschen. Wenn alle Teile trocken sind, bauen wir den Spätzleblitz Maxi wieder zusammen. Ich nehme zuerst den Mist an, dann den Ausbringer und die Silikonkappe. Die kann ich ganz einfach wieder zusammenfügen. Ich habe hier wie so eine Buchtung, die für die Ausstülpung ist. Das tue ich dann schön satt wieder drauf drücken. So. Der Ausbringer ist mit der einen Seite mit oben gekennzeichnet. Da muss ich jetzt schauen, dass ich den auch wirklich nach oben auf den Mischstab aussetzen tue. Dann kommt der Deckel. Und zum Schluss der Griff. Den kann ich ganz einfach aufdrehen. So, mit Silikonkappe drauf und schon ist wieder bereit zum Spätzle. So, ihr seht, im Spätzleblitz Maxi kann man schnell und einfach Spätzle zubereiten, braucht dazu nur ein Gerät und kann zwischen zwei Portionengrössen auswählen, wo die Rezepte direkt auf dem Becher aufgedruckt sind. Im Rezeptbüchli findet ihr noch ganz viele weitere Inspirationen. Und ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spass beim Spätzle.